Gab es denn hier... Ah, halt, stopp. Anschlag. Erst als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas. Theo vom Volk der Talpana. Sonst noch was? Nö. Aber hier möchte ich noch rein. Hallo, noch ein Mogri. Davon gibt es viele. Hm? Das hätte doch ein super Versteck sein können. Na gut, dann nicht. Quina wurde schwer verletzt aufgefunden. Hm. Hoppla. Ich habe mir überlegt während des Kampfes, ob ich Lilly nicht Hast anlegen sollte, damit sie schnell heilen kann. Das ist doch eine super Idee. Jetzt müssen wir nur gucken, was mit ihr dafür ablegen. Das, wie viel braucht das? 9. 5 haben wir jetzt. Nehmen wir mal. Was nehmen wir denn mal raus? Götterspeise. So, immer Hast. So, und da wir gerade dabei sind, einmal wiederbeleben bitte. So, wunderbar. Hallo. Oh, hier gibt's einen Mokshop. Potion, High Potion. Ja, war schön. So, der Brief ist für dich. Dieser Mogrimillion scheint es vollständig aufgebraucht zu haben, Kupo. Ich wollte mal zur Mogrimillion-Zentrale gehen und ihm meine Meinung kuponen. Aber ich habe leider keine Ahnung, wo sie liegt, Kupo. Weißt du vielleicht, wo, Kupo? Irgendwo muss sie ja sein, zum Kupopo nochmal. Leider habe ich selbst keinen blassen Schimmer, wo die Zentrale ist, Kupo. Ich weiß, wo sie ist. Da komm ich später hin. So, hast du sonst noch was für mich? Nee, schade. Ich überlege, ob wir speichern sollten. Aber wir haben eigentlich... Ach, komm. Ich bin Final Fantasy Speicherhure. Oder so. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee. Wir tun mal so, als ob nichts gewesen wäre und gehen weiter. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Eine Kiste? Ah! Oh Gott! Oh, du Mistvieh! Nee, brauchst mich gar nicht so anschreien, du Arsch! Mann, das hat mich jetzt voll verjagt, ey. Also schon tausendmal an dieser Stelle gewesen und trotzdem erschreckt man sich. Mann. Mann, 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 Mann. Alle drauf, alle drauf. So, du machst mal hier blablabla, Eisgang. So. Sturzflug. Nice. Das Vieh macht aber auch Geräusche, ne? Da kann man ja nur Angst vor haben. Zauberneutrum! Yes! Ah, dieses Vieh, ne? Mann! So, nicht erblicken, sondern anlegen. Hier, Zauberneutrum. Hast du gelernt? Mal sehen, was du noch lernen kannst. Bitte, bitte, bitte. Och, Mann. Ich mag's nicht. Reanimation. Wer lernt das denn? Ich lasse den Reinkanatring mal hier offen. Oh. Und nehme dafür das Schild einfach. Ja. Machen wir. Hast du nicht noch was zum Lernen? Hier, das auf jeden Fall. Und das war's. Ach, Mann. Gut. Gut, gut. Her damit. Ein Elixier. Ja, das hätte ich auch beschützen wollen. Tun. Na, geh schon.
Nach dem Kampf fällt es mir manchmal etwas schwierig, den Wiedereinstieg zu finden und kommentieren. So wie jetzt gerade, deswegen war ich am Schweigen. Tut mir leid. Wir gehen jetzt zurück zum Brunnen und versuchen, den irgendwie zum Laufen zu kriegen. Zumindest die Gerätschaft da dran. Ne, kleiner Mogri? Ach, die sind so süß. Ich hätte gerne Mogri-Kuscheltiere und ein echtes Mogri. Das wäre doch mal was. So, Hebel. Nach unten. Nach unten. Und nach unten. Genau. Dankeschön. Weiter geht's. Wuhu. Hätte ich vorher nochmal speichern sollen? Ich glaube ja. Wo geht's denn hier lang? Hallo, ich bin Zita. Oh Gott! Mann! Scheiße! Ich hasse dich! Sie erschrecken mich immer wieder. Weißt du was? Wir versuchen einfach mal Shiva zu rufen. Vielleicht klappt es. Tornado ist übrigens nicht nett. Masofu hat der Kugel gesehen. Engelsspeise. Oder? War das richtig? Nee, nicht Allheilmittel. Himmelswind. So. Yay! Wir könnten demnächst auch mal die anderen Bestia benutzen. Weil irgendwie haben wir die bisher in dem Spiel recht wenig gebraucht. Schade. Weißt du was? Wir rufen dann einfach. Na, wen denn? Oh, Leviathan. Den müsst ihr auch mal sehen. Oh. So war das nicht geplant. Aber na gut, wenn du meinst. Und so langsam gehen die MP ein wenig zur Neige. Und nicht schon wieder. Das tut weh. Lass das. Aua. Aua. Na gut. Es gibt kurze Sequenzen beim Bestia herbeirufen und es gibt lange Sequenzen. Beim ersten Mal kommt, glaube ich, immer die lange Sequenz und sonst halt die kurze. Und wenn dann zwischendurch mal die lange Sequenz kommt, heißt es, der Angriff war ziemlich stark. Und ich würde sagen, wir brauchen gleich mal einen Ether. Oder zwei. Und Level-Ups. Ja, die brauchen wir sowieso. Wie gleich jeder. Jetzt, wow, übertreibt man nicht. Einmal durchheilen. Genau, hier. So, zack, zack, zack. Dann kriegst du ein Ätherchen. Und du auch. Ja, und du noch eins. Dann wollen wir mal da durch. Zidane, das da unten ist Aiko. Auch Kuya und die Schwarzmagier aus dem Dorf, sie sind alle da. Aiko, ist das so etwas wie ein Extraktionskreis?
Gott. Bestia, die... Ach Gott, ich kann nicht mehr lesen. Erwacht aus eurem ewig währenden Schlaf. Empfängt das Licht. Freiheit. Die Zeit ist gekommen. Warte, Lilly. Nein. Ich spreche mal für sie. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir alle teilen deinen Schmerz mit dir. Auf geht's. Ach, Lilly. Wir alle machen das gemeinsam. Eigenartig, sag ich. Höchst eigenartig, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Hast du vielleicht was falsch gemacht, frag ich. Ich hab doch nichts falsch gemacht, sag ich. Wenn hier einer was falsch gemacht hat, dann du, sag ich. Ich hab doch nichts falsch gemacht, sag ich. Du lügst mich auch nicht an, frag ich. Wenn hier einer lügt, dann du, sag ich. Haltet doch bitte die Klappe, seid so gut. Er ist schuld, sag ich. Son ist schuld, dass es nicht funktioniert hat. Haltet doch endlich eure verdammte Klappe. Eure jämmerlichen Ausreden interessieren mich nicht. Ohne Zweifel spüre ich von diesem Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter die Augen, wenn die Extraktion erfolgreich war. Aber wenn wir weitermachen, dann wird sie das wohl nicht überleben, sag ich. Eigentlich kann man die Bestia-Extraktion nicht vor dem 16. Lebensjahr durchführen, sag ich. Ihr beiden begreift es einfach nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestia untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestia, der selbst dieser Garland nichts entgegenzusetzen hat. Diesen Greis zu unterschätzen wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mir seiner entledigen, sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter. Wo kommt das denn auf einmal her, frag ich. Verschwinde, du garstiges Biest, sag ich. Ja! Oh, die kriegen nix alleine auf die Backen, ey. Kupo. Kupo. Und war die Extraktion erfolgreich? Dieser kleine Mori, der sich unter ihrem Kleid verkrochen hatte, wegen dem hat es bisher nicht funktioniert, sag ich. Ja genau, die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt, sag ich. Dann bringt diesen kleinen Störenfried um. Wir haben schon genug Zeit wegen ihm verloren. Kupo! Moku! Nein, Mogu, versteck dich schnell hinter Aiko! Moku, was hast du? Aiko, ich danke dir für alles. Moku? Was? Hab keine Angst, Kupo. Ich werde immer bei dir sein, Kupo. Moku! Hier vielleicht? Oha! Moku! Jetzt bist du dran, sag ich. What? Moku. Sprich den Terrahomik-Spruch.
Ich versuch's, Moku. Wow. Aha. Ich wollte in deiner Nähe sein, Aiko. Deswegen verlieh ich mir das Aussehen von Moku. Aber sei unbesorgt, Koko. Ich werde dir immer Schutz gewähren, Aiko. Moku ist eine verdammt geile Bestie. Aiko, bist du okay? Aiko, geht's gut? Aber Moku hat Aiko beschützt. Das wusste ich nicht, dass Moku eine Bestie war. Sie nahm die Gestalt eines Moris an und hatte Aiko die ganze Zeit beschützt. Ich dachte immer, Moku sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Aber sie hat Aiko beschützt und für Aiko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Mogus Schleife. Moku. Harmand. Kopf hoch, Aiko. Moku wird immer bei dir sein. Ich weiß.